Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und ihr seht es, ich sitze schon wieder hier in meinem Handelsraum. Und heute habe ich ein tolles Interview für euch. Und zwar hier im aktuellen Traders Magazin gibt es nämlich ein Interview mit einem Optionshändler. Und da sind ein paar sehr, sehr interessante Sachen drin und über die sprechen wir jetzt hier in diesem Video. Ganz zu Beginn will ich eine Frage beantworten, die mir jemand geschickt hat. Und zwar, ich habe jetzt schon mal ein Video hier im Handelsraum aufgenommen und da hat jemand gefragt, was das hier hinten alles für Bilder sind. Und zwar sind das also die Titelbilder unseres Börsendienstes Optionsstrategien. Der erscheint ja jeden Mittwoch. Und da stellen wir immer vier Trades insgesamt vor, drei für ein größeres Konto, eins für ein kleineres Konto. Da gibt es die Ad-Hoc-Meldungen dazu. Wir handeln das alles live und so weiter. Ne? Könnt ihr euch hier unten informieren, mache ich euch wieder einen Link rein. Und das sind also die Titelbilder. Das ist jetzt, das ist nicht mal ein Jahr, weil wir haben hier im Haus noch ein paar mehr. Und wer weiß, vielleicht müssen wir dann irgendwann mal anbauen, dass wir die alle unterbekommen. Aber da unsere Medienabteilung hier das immer so super macht und immer so schöne Bilder raussucht, haben wir das quasi als Deko genommen. So, jetzt zum eigentlichen Thema, nämlich hier das aktuelle Traders Magazin vom November 2017. So schaut es aus. Ich bin ja ein langjähriger Leser dieses Magazins und meistens ist es so, ich blätter so durch und das, was mich interessiert, das lese ich halt. Und wo ich fast immer hängen bleibe, sind natürlich die Interviews. Die finde ich immer toll. Die macht immer der Marco Krenitz. Marco, viele Grüße. Und diesmal ist wieder ein Interview drin, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und zwar ist das von Alan Nachman. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Alan Nachman, live vom Barquette in Chicago. So sieht er aus, der Alan. Und immer wenn ich natürlich lese, live vom Barquette in Chicago, da bin ich schon mal begeistert, weil ich ja selbst vor vielen, vielen Jahren die Gelegenheit hatte, des Öfteren auf dem Barquett in Chicago zu sein. Ich kenne da auch noch ein paar Leute und leider ist es ja nicht mehr so, dass das Parkett ist relativ ausgestorben. Es ist eigentlich nur eine Showkulisse, also selbst in Chicago, in Frankfurt ist das ja auch so. Und ich habe halt schöne Erinnerungen an diese Zeit damals in Chicago mit meinen Buddies da. So, und jetzt zu diesem Interview. Also der Herr Nachman, der Alan, ist also hat mal als Runner angefangen auf dem Parkett. Was ist ein Runner? Ihr müsst euch vorstellen, früher war es so auf dem Parkett, so groß wie zwei Fußballfelder, tausende von Leuten, Händler und an den Rängen, an den Seitenrängen standen dann die ganzen Firmen in sogenannten Boots, hieß das, und die haben dann die Aufträge ihrer Kunden angenommen und dann gab es den Runner und das waren halt junge Typen oder Frauen gab es so gut wie keine, ne? Das waren fast alles Männer und die haben dann einfach die Aufträge genommen und sind runtergerannt aufs Parkett und haben die quasi dem Händler gegeben, der dann wiederum die Order unten ausgeführt hat. Ne? So war das in der guten alten Zeit. Und viele haben eben als Runner angefangen. Das war so quasi der Einstieg, weil das konnte jeder machen. Zettel nehmen, wohin schaffen. Ne? Du musstest nur die Jungs erkennen, die zu dir gehören. Deswegen haben die ja die bunten Jacken. Und das war relativ simpel, aber viele sind eben dann auch dabei geblieben. So, und jetzt schreibt er ein paar, der hat jetzt ein paar tolle Sachen über Optionen hier geschrieben. Und zwar erstmal ein Satz, den ich sensationell fand. Und zwar, das hat noch gar nichts mit Optionen zu tun. Ich muss ihn euch aber vorlesen. Der Markt ist heute hocheffizient. Das ist ein krasser Gegensatz zu den 70er und 80er Jahren. Damals gab es noch echte Ineffizienzen, die man ausbeuten konnte. Hier auf dem Parkett in Chicago hatten wir weltweit die meisten Millionäre pro Quadratmeter. Ne? Und das sind so auch meine Erfahrungen noch von damals, dass die Parketthändler wirklich noch einen Vorteil hatten. Bei mir war es dann damals so, das war ja schon eher in den 2000er Jahren, dass die Parketthändler eben einfach gesehen haben, was machen die großen Jungs, was macht Goldman, was macht JP Morgan, was machen die Hedgefonds, und die sind dann einfach mitgegangen, die haben einfach mit denen mitgehandelt. Ne? Wenn Goldman long ist, sind die einfach auch Gold long gegangen, wenn Lehman long ist, sind die auch mit long gegangen. Und das hat sich natürlich super gelohnt. Mittlerweile alles elektronisch und das ist auch gut so, das ist, denn wir haben jetzt im Grunde fast
die gleichen Möglichkeiten wie die großen Institutionellen. Nicht wie die ganz großen, ne? Also die sind uns noch meilenweit voraus. Das ist eine ganz andere Welt, wo die handeln. Aber so zu den normalen Insti, da haben wir keinen allzu großen Nachteil mehr. So, jetzt kommen wir mal zu dem Thema Optionen. Und Alan Nachman handelt also Optionen, und zwar ist er tendenziell eher ein Käufer von Optionen. Ne? Also etwas, was ich ja weniger tue, sondern ich verkaufe ja mehr Optionen, aber er kauft eben Optionen. Und er beschreibt hier ein paar ganz, ganz simple Dinge, und die, finde ich, passen super zu dem, was wir hier auch machen. Denn da zeigt sich mal, dass man eben nicht pauschal sagen kann, naja, was der eine macht, muss der andere genauso machen, sondern man muss es eben immer auf das anpassen, was man genau tut. So, und jetzt wurde zum Beispiel gefragt, welche Märkte er selber handelt, und jetzt schreibt er hier zum Thema Optionen: Typischerweise wähle ich Optionen, die ein hohes Delta und genügend Restlaufzeit haben, damit ausreichend Zeit für den Trendverlauf ist. Das heißt, was macht er? Er will eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, also kauft er ein hohes Delta. Und er kauft eben lange Laufzeit. Wir hatten jetzt, glaube ich, gestern erst im Coaching die Frage, wenn du eine Option kaufen würdest, Jens, welche Laufzeit würdest du empfehlen? Und da habe ich gesagt, naja, wenn du jetzt auf ein bestimmtes Ereignis setzen willst, zum Beispiel du denkst, dass irgendein Kurs sich innerhalb der nächsten 2 Monate da und dahin bewegt, dann kaufe eine Option, die mindestens die dreifache Restlaufzeit hat, ne? Also die mindestens 6 Monate lang läuft. Viele scheuen sich davor, weil sie sagen, so eine lange Option zu kaufen, das kostet doch unheimlich viel Zeitwert. Richtig, aber was ist der Vorteil? Der Zeitwertverfall ist eben auch ganz, ganz langsam, und damit verliert diese Option nicht so sehr an Zeitwert. Wenn du dir eine Option kaufst, die vielleicht jetzt irgendwie 30 Tage läuft, die hat ja vom ersten Tag an massiven Zeitwertverlust, was natürlich schlecht ist. So, nächste Frage. Frage ist, was sollten Trader beachten, wenn sie Optionen kaufen? Und jetzt schreibt er hier, allerdings sollten Trader möglichst Optionen wählen, die mindestens eine Wahrscheinlichkeit von 70% haben, im Gewinn zu enden. Das bedeutet, dass die Optionen auch bei moderaten Kursbewegungen schon Geld verdienen sollte. Nicht erst bei großen Sprüngen, die ja sowieso gelten, selten sind. So. Und das ist auch wieder sowas. Ne? Was kauft er also? Er kauft In-the-Money-Optionen. Er kauft Optionen mit einem Delta von 70. Das machen die meisten Privatanleger nicht. Was kaufen die für Optionen? Möglichst billige, out-of-the-money notierende Optionen. Ne? Ein Verkäufer von Optionen, das, was wir machen, jawohl, der verkauft out-of-the-money-Optionen. Delta 10, Delta 15, von mir aus Delta 20 oder 30, aber der wird keine Delta 70-Option verkaufen, die im Geld ist. Ein Käufer von Optionen muss aber genau das tun. Er sollte am Geld, im Geld kaufen. Ne? Ja, das ist teurer. Im Geld zahlt er ja sogar inneren Wert mit. Aber wenn sich eben der Preis nur ein bisschen bewegt, verdient er schon Geld. Wohingegen eben der mit einer weit aus dem Geld liegenden Option überhaupt nichts verdient. Und das wundern sich dann immer viele. Übrigens auch bei diesen ganzen Produkten, die es bei uns so gibt. Zertifikate, Knockouts und so weiter. Ne? Da kaufen Leute, weil sie nicht wissen, wie sie funktionieren, weil sie nicht verstehen, kaufen Produkte, die können eigentlich gar kein Geld verdienen, außer der Markt macht eine exorbitante Bewegung. Ne? Und das ist ja in der Regel dann doch, wie er es auch schreibt, eher selten. So, okay. Dann noch hier, wird noch gefragt, haben Sie einen Tipp für Trading-Einsteiger? Was die Handelsinstrumente angeht, so sind Optionen meiner Meinung nach für Einsteiger besser geeignet als Futures. Sehr wichtig ist dabei natürlich immer das Risiko- und Positionsmanagement. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Aufgepasst. Wer hat denn das immer gesagt? Irgendjemand hat immer gesagt, aufgepasst. Weiß gar nicht, schreibt das mal rein, wenn ihr es wisst. Ein einzelner Trade darf nie so groß sein, dass er zur Bedrohung für das Handelskonto werden kann. Und das ist auch etwas, was ich wirklich predige, weil es einfach so enorm wichtig ist. Ihr könnt im Optionshandel, egal ob ihr jetzt Optionen kauft oder ob ihr Optionen verkauft, ihr könnt nie ausschließen, dass es mal zu einer Bewegung kommt, die ihr nicht eingeplant habt. Ne? Jemand kauft eine Option, es passiert das volle Gegenteil, die Vola bricht zusammen und die Option ist von einem Tag auf den anderen nur noch die Hälfte wert. Oder aber ihr verkauft Optionen, die Vola explodiert und die Option vervielfacht sich an einem Tag. Verdreifacht, vervierfacht, verfünffacht, von mir aus verzehnfacht sich. Ne? Ich habe selbst noch nie erlebt.
Ich habe erlebt, dass Optionen sich verfünffachen, aber noch nie, dass sich verzehnfachen. Aber auch das wird mir mal noch passieren. Ich weiß das. Ne? So, und jetzt ist ein ganz entscheidender Punkt. Wenn dann so ein Trade dein Konto leer macht oder auslöscht, dann liegt es nicht an dem Trade als solchen, sondern an dir, weil du die Position zu groß gewählt hast. Geht also immer hin und sagst, was ist der Worst Case? Rechne einfach, okay, ich habe jetzt hier ein 5.000 Euro Konto. Wenn er jetzt eine Option verkauft für 500 Euro, wenn das margin-technisch geht, ne, und die verfünffacht sich, dann habt ihr 2,5 verloren, habt ihr 50% vom Konto verloren. Und das ist einfach Irrsinn. Ne? Das ist Wahnsinn. So, habt ihr eine Option, die kostet 50 Euro und die verzehnfacht sich, dann habt ihr 500 Euro verloren. Das ist immer noch nicht schön. So, aber dann habt ihr nur 10% vom Konto verloren und ihr könnt weiterhandeln. Ne? Das heißt, ihr seid weiter im Spiel. Ihr könnt das Ganze, ihr könnt aus eurem Fehler lernen. Was nützt euch das, wenn ihr einen Fehler macht, ihr habt daraus gelernt, habt aber kein Geld mehr, um es umzusetzen. Und deswegen, das sieht man, das sind, wenn ich mir das Interview so durchlese, ne? Ich würde euch empfehlen, kauft euch die Zeitung und lest euch das Interview durch. Alleine deswegen lohnt es sich schon wieder. Da werden jetzt viele enttäuscht sein, weil sie denken, oh, da gibt doch gar keine konkreten Strategien, der sagt doch gar nicht, wann soll ich reingehen, wann soll ich rausgehen. Die Wahrheit über Trading, wie Trading funktioniert, steckt in solchen Aussagen, in dem, was solche Leute wie eben hier Alan Nachman, habe ich seinen Namen schon fünfmal gesagt, wie gesagt, ich kenne ihn leider nicht, was er sagt, das sind wirklich die entscheidenden Dinge, nicht dieser ganze dieses Ganze, du musst hier kaufen und da verkaufen. So, ja, das ist die Technik, aber das ist nur, das ist austauschbar. Nimm das System, nimm das System, nimm das System. Das ist alles austauschbar. Das wirkliche Geld im Trading wird mit Grundprinzipien verdient. Und die sind unter anderem hier für den Optionshandel gut beschrieben. Deswegen großes Lob an mich hier für dieses Interview, Marco, und dich persönlich, dass du es gemacht hast. Traders Magazin, November 2017 Ausgabe. Hier nochmal im Bild. Das war's von mir. Wir hören und sehen uns wieder im nächsten Video. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, viel Erfolg. Bleibt dran, investiert in eure Ausbildung, investiert in euch. Glaubt mir, es lohnt sich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.